Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakash und heute zeige ich dir den App-Test von Dragon Mania Legends. So, da bin ich. Das ist also mein kleines Drachenland. Und du siehst, ich bin schon in Anführungszeichen Level 10. Ich habe mir die App schon ein wenig angeschaut und ich möchte sie dir jetzt einfach gerne zeigen. Erst einmal, worum geht's in dieser App? In dieser App geht es darum, Drachen zu kaufen, zu besitzen und zu züchten. Und da gibt es unterschiedliche Drachen, zum Beispiel Feuerdrachen. Ich zeige dir jetzt mal, was ich hier habe. Das ist Remy. Remy ist Level 6 und ich könnte ihn mal knuddeln, den kleinen Remy. Oh, ich habe einen Edelstein dafür bekommen. Das ist ja schön. Und dann gibt es da nämlich auch Gold dafür. Und wenn man die Drachen füttert, dann bekommen sie auch Erfahrungspunkte und steigen im Level auf. Das ist also Remy, ein kleiner Feuerdrache. Dann gibt es einen Rauchdrache. Das ist der hier. Da, auch den knuddel ich jetzt natürlich mal. So. Und noch einmal geht. Komm. Nee, keine Belohnung mehr. Dann habe ich hier hinten in meinem Windhabitat habe ich Opa. Opa ist ein Winddrache. Mal, der schaut cool aus, ne? Ein bisschen wie so eine kleine Schlange oder so. Und umso höher der Level, umso mehr Geld geben sie auch. 160 ist schon ziemlich viel. Dann kann man mit ihnen trainieren, damit die Werte steigen. Dazu geht man einfach auf Training. Und dann muss ich mich bereit machen. Und dann geht's los. Und da kommen dann Ritter, also Wikinger, die muss ich abschießen mit meinem Drachen. Aber auf, oh nein, verfehlt, Mist. Ich habe leider nichts dazu gewonnen. Da war so eine kleine Marktpuppe, die darf man nämlich nicht treffen. Also, dann habe ich hier noch so einen Bienendrachen. Guck mal, ist der nicht goldig? Guck mal, der hat so ganz flauschige, ganz flauschige Haare auf dem Kopf und auch hinten an seinem Puschel. Das ist so süß. Ja, du bist ein feiner Drache. Hier ist nochmal, hier ist eine Paarung, das ist Seth. Guck mal, der ist, besteht aus Erde und Feuer. Hallo? Ah, guck mal, da gab es ein Edelsteinchen. Ja, du bist ein feiner Drache. Natürlich ein Nahohr, aber das ist, ach, guck, der hat schon gegeben. Da ist nochmal so ein Bienendrache. Das ist Fahl. Ja, ich knuddel dich auch. Natürlich, ja. Dann habe ich hier noch Erddrachen. Das ist ein normaler Erd... Na, komm schon. Na, der will nicht hier. Da, das ist Zoma. Zoma ist ein Erddrache, der guckt etwas grummelig, aber eigentlich ist er ganz nett. Guck. Ja, spring mal nicht so rum hier, ha, Schatzi. Ich glaube, ich könnte ihn mal füttern. Vielleicht steigt er dann im Level auf. Dazu nimmt man hier aus dem Horn einfach die Sachen und gibt ihm das. Eins geht noch. Ah, ich kann mir noch eins leisten. Und jetzt ist er Level 7 geworden. Juhu. Dann geben sie ein bisschen mehr Geld tatsächlich. Ich habe hier einen Staubdrache noch. Das ist Joke. Hallo, Joke. Füttern kann ich dich nicht, aber knuddeln kann ich dich. Ja. Du bist ein feiner Drache. Dann habe ich hier noch eine Bruthöhle. Da sind gerade, das sieht man hier jetzt rumspringen. Ich habe da einen Erddrachen und einen Luftdrachen. Die sollen ein Baby miteinander bekommen. Aber das Ei ist noch nicht so weit. Das dauert noch eine Stunde. Ich sammle jetzt hier das Futter ein. Das, was hier vorne steht, die Häuschen mit den gelben Dächern, das sind Farmen. An diesen Farmen kann ich das Futter für die Drachen herstellen, damit sie mir hier nicht verhungern. Und ich werde auch gleich wieder Neues anbauen. Dann zeige ich dir das mal. Da kann man verschiedene Sachen anbauen, je nachdem. Das kostet natürlich unterschiedlich, aber ja, das kann man hier halt machen. Ich werde da jetzt, damit da genug zu essen da ist, weil so viele Drachen, wie ich schon habe, die haben natürlich auch immer viel Hunger. So. Na. Dann habe ich die Möglichkeit, neben dem Drachen zu züchten. Also ich kann die hier züchten und hier kann ich sie ausbilden. Das ist so eine Ausbildungsakademie. Das zeige ich dir auch mal. Da kann man seine Drachen hinschicken und zum Trainieren.
Du siehst hier bei Cliff ganz unten links, in der unteren Reihe links, da ist schon eine 1, der hat schon was ausgebildet. Und auch Sin, der gerade am Züchten ist, der hat schon was ausgebildet. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Zoma soll was züchten, da fehlt mir jetzt das Geld. Da muss man Schriftrollen für sammeln und Geld für haben. Und dann kann man sie ausrüsten, die Drachen. Aber da fehlt mir jetzt das Geld dazu. Das dauert ein bisschen. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, unterschiedliche Sachen zu machen in der App. Man kann hier unten, hat man verschiedene Aufgaben, die zu erfüllen sind. Hier ist zum Beispiel, ich soll die mystische Höhle aktivieren. Die wird gerade schon ausgebaut. Das dauert aber noch ein bisschen, bis sie fertig ist. Da soll angeblich ein großer Schatz verborgen sein. Ob das so ist, werde ich dann sehen. Dann soll ich besiege einen Drachen, indem du ihm den letzten Schlag mit Drachenzorn verpasst. Na, mal gucken, ob mir das gelingen will. Ich zeig dir jetzt mal eine Schlacht, denn darum züchtet man die Drachen eigentlich, damit man gegen die Wikinger kämpfen kann. Jetzt kann ich mir hier aussuchen, welche Drachen ich mitnehmen möchte. Ich guck mal, ob ich statt Naor was anderes mitnehme. Was hat der Gegner denn hier? Erde, Wind, Wasser, ja, eigentlich bin ich dazu schon zufrieden. Ich guck trotzdem mal. Ich nehme Assess mit, der ist ganz cool. Ach so, der ist eh schon dabei. Und ja, so. Ich glaube, das sollte funktionieren. Dann auf geht's in die Schlacht. So, also. Auf geht's. Hier kann man nämlich die Schriftrollen gewinnen und die braucht man. So, jetzt schaue ich mal, dass ich hier... Ich fange mal mit dem hier an. Und dann muss man darüber ziehen, den Angriff, den man haben möchte, und genau im richtigen Moment drauf tippen auf den Display, wenn der Balken, wenn die Nummer, das Häkchen da bei dem grünen Balken ist. Jetzt habe ich zum Beispiel nur normal getroffen. Ich möchte mit Feuer angreifen, weil das ist auch unterschiedlich. Das siehst du jetzt vielleicht. Wenn ich hier den Erdangriff wähle, dann ist so meine gegnerischen Drachen ein gelber Kreis. Das heißt, ich treffe damit, aber es ist nicht so gut wie der grüne Kreis mit Feuer. Also ich kann diese Drachen am besten mit Feuer angreifen. Und ein perfekter Angriff füllt mir unten. Siehst du das? Da gibt es einen Drachenzorn. Damit, das wird dann aufgefüllt. Bam. Und dann kann ich damit halt, ja, Drachenzorn machen. Und ich kaufe jetzt einfach mal von meinen Diamanten ein, damit ich dir zeigen kann, wie das funktioniert. Also, ich drücke jetzt hier auf Drachenzorn. Dann mache ich mich bereit. Und dann muss ich ganz schnell hier drüber streichen. Oh, schnell, 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 schnell. Und dann ist der Drache in einem Hub tot. Allerdings lohnt sich das eigentlich nicht, das mit Edelsteinen zu kaufen. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit du das auch mal siehst jetzt hier in diesem App-Test. Ne? Also lohnen tut sich das wirklich nicht. Man kann besser warten, bis sich die Anzeige durch gute Treffer auffüllt. Und dann reicht das eigentlich auch. Ich habe gewonnen. Und dann ist hier ein großer Endgegner als nächstes angesagt. Da möchte ich meine Drachen aber noch trainieren und den, der gerade in Züchtung ist, haben. So, ja, ich habe hier eine Mission abgeschlossen. Bekomme ich natürlich eine Belohnung dafür. Und da gibt es dann einfach unterschiedliche Aufgaben. Hier gibt es zum Beispiel auch kreuze einen Wasserdrachen mit einer anderen Drachenart. Da bin ich gerade dabei, aber das ist ja noch nicht fertig. Was habe ich hier? Kreuze Wasser- und Winddrachen, bis ich einen Wolkendrachen habe. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Was ist das hier? Besitze 3 Drachen mit Wasserelement. Ja, das dauert auch noch. Da muss ich noch etwas züchten und abwarten. Denn die sind sehr teuer, die Wasserdrachen im Shop. Da kann man, glaube ich, besser selber züchten. Den Shop, den zeige ich dir jetzt auch mal gleich als nächstes. Übrigens, Geld bekommt man immer hier. Kann man einsammeln von den Drachen. Also an Geld kommt man eigentlich schon ganz gut. Umso mehr Drachen man hat und umso einen höheren Level die haben, umso mehr bekommt man natürlich zusammen. Ich sammle jetzt hier mal ein. So, und dann zeige ich dir noch den Shop. Also an erster Stelle kann man hier natürlich Drachen kaufen. Du siehst, diese hier kann man hier zum Beispiel nur mit Juwelen holen.
Das möchte ich natürlich nicht, aber es gibt auch welche, die kann man gegen die Spielwährung kaufen, ne? Also zum Beispiel siehst du hier einen Feuerdrachen, einen Winddrachen, Rauchdrachen. Den Bienendrachen habe ich geschenkt bekommen, weil ich meinen Facebook-Account verknüpft habe übrigens. Ein Erddrachen, ein Staubdrachen, ein Lavadrachen, den habe ich gezüchtet. Den Staubdrachen habe ich auch gezüchtet. Also du kannst dir die Drachen auch züchten. Und einen Wasserdrachen habe ich mir noch gekauft, gab für 10.000. Und du kannst andere Sachen dann einfach züchten. Also du musst nicht die Juwelen kaufen. Bisher brauchte ich sie eigentlich nicht. Dann gibt es hier die Habitate zu kaufen, wo deine Drachen leben. Feuer, Wind, Erde, Wasser oder später dann auch Pflanzen, Metall, Energie, Leere, Licht und so weiter. Aber da ist mein Level noch zu klein. Dann gibt es hier Gebäude zu kaufen, in erster Linie natürlich die Farmen, damit ich genug Futter produzieren kann. Die anderen Sachen habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Jungbrunnen, Tempel, Windtempel, Erdtempel, das hängt dann mit den Elementen zusammen. Und da kann man dann höhere Level mit seinen Drachen machen, aber das brauchte ich bis jetzt noch nicht. Wenn man seine Landschaft dekorieren möchte, kann man hier auch Dekorationsgegenstände kaufen. Und du siehst, das kostet dann hier, also gibt es natürlich welche, die dann so eine Edelsteine kosten. Aber es gibt auch genug, die du für deine Ingame-Währung holen kannst. Ich finde das tatsächlich sehr fair. Dann gibt es hier noch die Kartenpakete, da weiß ich aber noch nicht so genau, da sind dann halt so Drachenteile drin, die kann man zusammenpuzzeln, aber bisher brauchte ich die halt noch nicht, weil guck mal, die sind auch erst aktiviert ab Level 25, das dauert also bei mir noch. Und dann gibt es hier noch die Angebote, da kann man halt einfach Drachen und so ein Willkommensbündel für echtes Geld holen, habe ich aber tatsächlich bis jetzt einfach auch wirklich gar nicht vermisst. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, hier gratis Edelsteine zu haben und an einem Glücksrad zu drehen. Wenn man das machen möchte, muss man sich ein Werbevideo angucken. Das habe ich ausprobiert, das funktioniert auch. Aber ich brauche das nicht unbedingt. Ich habe es einmal gemacht, glaube ich, nur um zu gucken, wie das geht. Und brauchte ich bisher einfach nicht. Ja, und das ist also die wunderschöne, echt niedliche Drachen-App. Also mir gefällt die tatsächlich sehr gut. Ich finde die schön, die macht sehr viel Spaß. Und die Links zu dieser App für Android, für iPhone, für dein Tablet oder auch für deinen Laptop oder PC packe ich dir unten in die Infobox, denn das Spiel kann man auch am PC spielen. Auf Windows 10 gibt es die App, habe ich gesehen. Also wenn du Windows 10 hast, geht es. Wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du den nächsten App-Test nicht verpassen möchtest nächste Woche, dann kannst du mich natürlich ganz kostenlos abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.